Hey ihr Geschrumpften, willkommen zurück. Wow, zu Grounded. Was ist denn hier los? Muss erstmal ein bisschen laden und dann reinkommen. Ja, super. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Danke fürs Reinklicken hier auf das Video. Und ich muss jetzt erstmal was zu trinken finden. Wir haben nämlich nicht sehr viel, aber wir haben gebratene Kaulquappen. Das ist doch schon mal was. Gibt es hier immer noch ein bisschen Soda? Alte Soda? Nee. Dann trinke ich das. Hallo? Kriege ich das mal. Ich habe nichts anderes übrig. So, ich will mal versuchen dieses Mal, dass ich vielleicht ein bisschen in diese Hecke vordringe. Habe ich dann einfach die Axt abgelegt schon wieder. So, wir können auch ein bisschen tauchen gehen, aber noch fehlt mir leider das Zeug, dass ich länger unter Wasser bleiben kann. So, dann nehme ich mal die 7 wieder, den Schild. Ich habe keine Verbände mehr, ne? Ach, Kinder. Verbände, Faserverband oder... Wildbrot, Leib, gut genährt, Speise und Angriffsausdauer. Mhm. Liegenklatschos, eine Trinkflasche, kennen wir ja, Öko-Power, Atemholen. Eigensprössling, Kleeblatt. Das mache ich mir doch mal ganz schnell. Das mache ich mir noch eben mal hier, Kleeblätter. So, wo ist das dritte? Hallo, da. Noch ein paar. Also die Sprösslinge. Algen habe ich ja noch in meiner Kiste. Ich habe keine Werkbank, ne? Aber müsste ja auch so gehen, oder? Müsste ja auch so gehen. Hier, Öko-Power. Hallo? Ah, ich brauche eine Smoothie-Küche. Verdammt. Smoothie-Küche. Sprössling, Madenschleim, Eichelkappe. Nehme ich dich erstmal rüber. Madenschleim, Eichelkappe und Sprösslinge. So, Smoothie-Küche. Easy peasy. Geilo. So, und jetzt mache ich mir hier die Öko-Power. Kann's nicht herstellen. Dann, wie war das? Ne, ich brauch, warte. Ich brauch Algen. So, was haben wir gesagt? Algen, Sprössling und Kleeblatt. So, Alge. Und, herstellen. Yeah. Öko Power. Oh, nee. Dreimal Öko Power. Geil. Und das heilt sogar, das Zeug. Was haben wir hier? Felspelz. Maximale Gesundheit wird erhöht. Lausator. Maximale Ausdauer und Halt. Überstunde. Schleppkapazität. Ja. So. Eichelkappe rein. Moos rein. Noch Fleisch. Es ist alles so ein bisschen am Kaputtgehen gerade bei mir. Und dann machen wir uns noch... Wasserbehälter, ja, Wasserbehälter könnten wir auch noch hinpacken. Warum nicht? So. Machen wir grobe Seile. So, Eichelschale und Kleeblatt. Ja. Oh nein, habe ich jetzt... Ich habe gerade alles rausgenommen. Warum? Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Die Pfeile kommen alle weg. Der Bogen ist noch drin. Eichenschale und wie viel ein Kleeblatt, ne? So. Fertig. Was brauche ich hierfür? Das kann ich nicht. So. Ich komme langsam dahin, wo ich hin wollte. Nämlich jetzt endlich mal weitermachen. So. Moment. Herstellen. Saftfänger. Püriergerät. Kochkunst. Schmiede. Ja, die kann ich halt auch noch nicht machen. Schlecht. Wrestling, Grasplatte, Saft.
habe gar nicht gesehen, wie viel Saft ich jetzt brauche. Ah ja. 3 Grasplatten und 3 Sprösslinge. Oh, da ist ein Laus. Komm her. Tut mir leid, Läuschen. Ist immer noch meine erste Axt übrigens. Aber warte mal, ich hätte ja ganz viele... Vergiss es. Ich hätte ja ganz viele Platten hier. So, hier nämlich, ne? Ich könnte ja mal so ein paar Stacheldinger bauen zum Abwehren, wenn wieder Ameisen mein Zeug wegfressen wollen, die Frechen. Ja, auch mal ganz dreist. Ich frage mich nur, warum ich mir so ein Lager für Sprösslinge machen kann. Damit ich doch ganz einfach aufsammeln kann, so wie ich jetzt gerade. Die 10er-Packs. War ein bisschen überflüssig eigentlich. So. Wo gibt's die Seile? Oh, das ist auch cool. Keine Seile? Okay, dann mache ich es halt hier. So. Habe ich genug Seile? Oder ein paar Seile zumindest. Alles klar, die legen wir in die Kiste. Die auch. Guck mal, ich könnte mir doch so was Leckeres noch mit Smoothies machen hier. Genau. Lausatorpilz. Pilz, Eichelbrocken, Läusefleisch. So. Yeah. Voll gut. Und dann, was machen wir noch? Ich habe ja 2 von diesen Teilen. Habe ich 2 von diesen Keulen gebaut? Weiß ich gar nicht mehr. Kieselaxt, machen wir mal eine. Weil die, die ich habe, die ist ziemlich beschädigt. Ja. Gut, ne? Dann gehe ich mal ein bisschen schwimmen. Aber warte mal, was brauche ich denn mal, um mir das Teil zu machen, dass ich länger tauchen kann, das Kiemenrohr. Seegrasfaser, Seerosenwachs und Seidenseil. Hab keine Ahnung. Vielleicht hier, ist das das Seegras? Da, wo die Schilfkolben dabei sind. Boah, ich finde übrigens schon 37 Sekunden ist echt lange, unter Wasser bleiben zu können. Nee, das geht nicht. Das? Ein bisschen Angst. Das Seegras? Nee. Ich schwimme mal zu dieser Pagode hier. Ich will wissen, was das ist. Wie viele Kaulquappen hier sind. Was macht die da? Das ist wieder ein Labor. Oh nein, hier kommt man nirgends rauf. Schade. Ey, was macht ihr da? Sorry. Oh. Ich habe voll das krasse Labor entdeckt. Unterwasserlabor. Science.
with the raw science in my hands. What does it even mean? Ilse? Ich habe Marmorscherben gefunden. Oh nein, ich brauche eine Assistentmanager-Schlüsselkarte. Marmorscherben können zu Rüstungspanzern verarbeitet werden, die zur Verbesserung von Werkzeugen deiner Schmiede verwendet werden. Oh nein, wo ist die Karte? Shit. Hier ist keine Karte. Oh damn. Ach schade, ich brauche auf jeden Fall die Magnetkarte. Was ist hier noch für Zeug? Ulquappen sind so neugierig darauf. Hör ich darauf? Ja! Was ist das denn? Oh. Kann ich das nicht scannen? Wasserflor. Wasserflorfleisch. Der war aber aggro, kann das sein? Wer wollt's wissen? So ein bisschen. Oh nein, es ist wieder 16 Uhr. Spinnen. Natürlich gibt's hier Spinnen. Netzfaden. Yeah. Noch ein Netzfaden. Geil. Hoffentlich kommen nicht irgendwann Spinnen und ärgern sich drüber, dass ich das gar angegriffen habe. So, Netzfaden scannen. Seidenseil und Basketballkorb. Was? Ich kann mir einen Basketballkorb machen. Na dann. Und Wasserflohfleisch. Ebenspülung. Warum nicht? Kann leider nichts machen. Läuft, läuft, läuft. Rohstoff kann ich auch nichts finden. Ach Mann, wenn ich da oben irgendwie rankäme, ne? Aber voll praktisch. Dass man so klein ist, meine ich. Oh, was ist das? Biene. Das ist ein Röhrchen. Ne, das ist eine Schaufel, eine kleine. War gut. Komm ich da ran? Yeah. Und eine Münze. Da drauf. Washington. Vielleicht. Nee, geht nicht. Hey. Voll krass. Was ist das? Warum kann ich das nicht scannen? Ich sehe es doch. Das ist eine Unterwasserspinne. Das ist eine Unterwasserspinne. Alter. Noch ein bisschen Wachs hier. Ich muss echt aufpassen, was hier alles so schwimmt. Man sieht es halt nicht, ne? Ich find's ein bisschen gruselig. Braucht dringend was zu trinken. Finde ich so ein bisschen Saft rum.
Das ist Milch. Was? Achso, mein Durst. Ja, ja, ja. Schwert sich. Ja, ich muss schnell nochmal hier ins Grünzeug und gucken, ob ich was finde. Oder, sagt die Uhr, 18 Uhr, ja, ich laufe nochmal schnell zurück zu meiner alten Basis und hole mir da das Wasser. Geht halt nicht anders. Habe ich noch was von den Läusen, was ich trinken kann? Nee. Just pretend it's beef jerky. Köstlich! Köstliches, köstliches Beef Jerky. Nice and clean. Ach gut, jetzt habe ich schon wenigstens kein Problem mit dem Wasser mehr. Wird das Kieselmesser irgendwie gar nicht so geil? Weiß nicht. Ein bisschen Saft. Ja! Oh, was war das? Da habe ich gerade damit zugehauen. So, oh, perfekt. Ja, ein Wasser. Oh, da ist noch mehr Wasser. Mehr. Ist schon so dunkel. Oh, das ist eine Distel. Oh, das heißt, ich bin schon echt weit ab vom Weg. Nicht, dass wieder so eine blöde Wanze kommt. Mich hier voll stinkt. Im Drecksgift. So, alles voll, sehr gut. So, ja, Richtung stimmt. Oh, ich freue mich so auf diese nächste Generation der Werkzeuge, wenn ich die mal kann hier. Komm mit. Wo bin ich denn? Da sind die Laser. Ist immer so ein ganz gutes Ding zum Orientieren, die Laser. Der Saft. Stückchen. So. Sehe halt nichts. Es ist so dunkel. Kann man das Spiel nicht ein bisschen heller machen in der Nacht? Finde ich hervorragend. Oh, eine Fliege. Wo ist sie denn? Fliege! Seh dich! Aber ich komm nicht ran. Ich weiß gar nicht, ob die Fliegen mich überhaupt angreifen, aber die sind. Die sind ja überall. Oh Gott, ich sehe nichts. Es ist so pechschwarz. Da ist das Labor. Meine Güte. Müsste eigentlich überall kleine Leuchtfackeln hinstellen. Schlafen erstmal, dass wieder hell ist. Ich höre das so cool. Der Garten, der ist so riesig, aber auch gleichzeitig so klitzeklein für unsere Verhältnisse. No water filtration tablets needed. Beschrotte, die waren mich stört das Geblinke hier die ganze Zeit. But not bad. So, was? Trinkflasche ist leer? Ja. Achso, gedrückt halten zum Schöpfen. So, was brauche ich denn eigentlich für eine Flasche?
Trinkflasche. Madenhaut. Oh, das schaffe ich nicht. Habe ich nicht dabei. Analysieren kann ich nichts. Es gibt leider keine Quests aktuell und auch keine Rohstoffe. Wegmarkierung, Holzbrettklippe, finde Burgle Chip, Grabraub und töte Larven. Schwierig. Schwierig. Hm. Gehen wir mal zurück und jetzt werde ich mal das Wasser einlagern in mein neues Wassergefäß. Ja, und was machen wir da noch den Part? Ich würde sagen, wir gehen Richtung Hecke. Wir versuchen es. Weil ich eben komme. Auch wenn es extrem gefährlich ist, finde ich. Aber man muss ja. Warte mal, wo ist denn der Holzbrettpfad? Habe ich das gesetzt? Ja, machen wir mal weg. Forschungsstation. Guck mal, ich habe halt echt diesen Ort. Also das hier habe ich alles erst untersucht. Und es gibt noch das hier komplett. Es gibt da oben noch alles komplett. Oh ne, doch. Also komplett der Garten. Ich kann... Ist das ein Federball? Nee. Aber es ist noch so viel, was man untersuchen kann. Es ist so schön. Es ist so herrlich, einfach. Ich müsste fast hier so eine Ameisenstraße gelaufen haben, so oft wie ich da schon hin und her geflitzt bin. So, da geht's hoffentlich nee, da ist die Spinne wieder, ne? Nee. Problem ist, ich bin halt alleine. Hätte ich jetzt noch zwei Mitspieler oder so, dann würden wir das Ding aber sowas von locker erledigen. Dann müssen wir die einfach immer wieder... Oh, boing. Immer die Aggro so ein bisschen hin und her Ping-Pong spielen lassen und dann hätte ich überhaupt keine Chance. Vor allem alle mit einem Bogen. Was meinst du? Zack, 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 wäre die ruckzuck tot. I spy. A bee. Und die ist offensichtlich so weit weg. Na gut. Wie gesagt, versuchen wir es mal. Was soll schon passieren? Außer, dass ich sterbe oder so. Mehrmals. Oh, ist da ein Tropfen drin? Yam, yam, yam. Ey, so ein riesiger Tropfen. Da könnte ich wahrscheinlich den ganzen Tag dran saufen. Und er mal, ist er weg. Oh, die Rosenblüten. Also... Die Rosen-Dings da, die Wasserrosen, die sehen so schön aus. Dort, erstmal alles einlagern. Wunderbar. Die rösten mal kurz. Hoffentlich kommt nicht wieder so eine freche Ameise. Stapel ablegen. So. Voll geil, die Marmorscherbe. Wilde Marmorscherbe. Kann ich die nicht für irgendwas verbauen? Hier, warte mal. Schmiede, ne? Ja. Oh, die ist aber winzig. Ist aber auch nicht schlimm. So. Was Saft. Seile. So, vier Seile. Sehr gut. Lecker. Oh, kann ich die noch scannen? Nee, schade. Ich dachte, die kann ich noch scannen. Ach, schön, Leute. Schön, schön, schön. So, warte mal, was brauche ich mal für Faserverbände, Pflanzenfaser und Saft? Ich baue mir noch kurz mal Verbände, bevor ich jetzt in die Hecke gehe. Ich meine, ich überlebe es wahrscheinlich eh keine 5 Sekunden, aber... Was soll's, ne? Hey. Wolfsarsch! Ich habe mir doch gerade gedacht, das Geräusch hört sich nicht sehr nett an. Alter!
Warum können sich eigentlich nicht mal die ganzen Ameisen verbünden gegen so ein Vieh? Und die geschlossen angreifen? Ich könnte es jetzt wahrscheinlich mit dem Bogen von da unten wegholen. Soll ich mal probieren? Sollen wir gegen so eine Wolfsspinne kämpfen? Sah jetzt halt ziemlich eingesperrt aus. Also die kam da glaube ich nicht mehr so leicht weg. So, sehr schön. Jetzt habe ich 8 Stück. So. Abholen. Stapel, Stapel, Stapel. Guck mal. Oh, ihr sollt doch nicht gegen den Käfer, ihr sollt die Spinne wegschießen. Boah! Vergiss es! Alter! Ein Satz mit X. Eine dumme Drecksau. Wie selbstgefällig sie wieder wegläuft. Boah. Ich dachte, die hängt da oben so schön fest, weißt du? Nix, keine Chance. Keine Chance. Stapel, Stapel, Stapel. Yum. Yum. Ja, du hättest mir helfen sollen. Voll gemein. Okay, wir versuchen es jetzt einfach nochmal in die Hecke zu gehen. Oh yeah. Yes, I can go inside this can. Dose mi limo. Aha. Das ist eine kleine Radnetz-Arschgeige. Macht das Messer vielleicht mehr Schaden? Warte mal. Schaden? Nee. Das macht Schaden. Versuch's mal mit dem. Versuch's jetzt einfach mal. Die Spinne. Was ist denn? Eine Ameise? Alter! Bam! Bam! Ist betäubt! Bam! Hilf mir, Ameise! Bam! Alter! Zerstört! Die blöde Sau! Ich hab sie voll zerstört! Junge! Die Brocken sind nicht mehr da! Oh! Radnetz Junior am Arsch! Sehr gut. Oh, das sind Wanzen. Milben wieder. Ey. Beine. Puh. Ne, Leute, ich gehe erst nochmal zurück speichern. Ist mir ein bisschen zu heiß hier. Aber schön, dass ich mal so eine kleine Radnetzspinne besiegt habe. Dummerweise nur hat mir das jetzt gar nichts gebracht. Also kein neues Rezept oder so oder Erfahrungspunkte. Ein Marine Caver. Map marker placed. Hä? Okay. Das Respawn-Punkt?
Nein. Ach so, doch. Quatsch, natürlich. So. Warte mal, die habe ich da hier drin. Sehr gut. Ah, ich habe noch Müsli-Riegel, sehe ich gerade. Na gut. Brauche ich jetzt nicht. Liegen Klatschos. Wunderschön. Imspülung, was macht die denn? Tauchveteran und heilt. Wasserflohfleisch, Seegrasfaser und rohes Kaulquappenfleisch. Sehr fein. So, Leute. Das war's für den Part. Wir haben eine Spinne besiegt. Ich bin total hin und weg, auch wenn es eine Babyspinne war. Aber ist ja egal. Hat eine Spinne Junior. Puh. Die sollen mal kommen. Die Mutter oder der Papa. Die werden mich direkt zerfleischen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch ist es so viel wert, dass ihr mir ein Däumchen da lasst. Wir sehen uns wieder zu Grounded beim nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.